Ich würde sagen, wir fangen mal ganz gediegen an bei You Looked Excel. Deutsche Memes, die Oh My God Walkout. Okay, wir schauen rein. Let's go. Deutsche Memes, die You Looked Excel. Let's go. Dieses Video soll jemanden verletzen und dient nicht zur Unterhaltung. Alles klar. Endlich muss ich das nicht mehr sagen. Endlich muss ich das nicht mehr sagen. Mashallah, mashallah. So trocken, hahaha. Wen hast du gezogen? Deine Mom. Beherbergungsverbote. Beherbergungsverbote. Ist das Wort so schwer? Es ist wirklich gar nicht so einfach, das auszusprechen. Beherbergungsverbote. Ja, es ist gar nicht mal so ein... Ich hätte Nachrichtensprecher werden sollen, ich sag's immer wieder. Wenn ich voller Stolz auf meine Saufeskapaden zurückblicke. Weil in allen Statistiken, auch noch in 10 Jahren oder so, wird das immer irgendwann wieder auftauchen. Das ist so History irgendwie und das ist natürlich Wahnsinn. Sie, ich stehe nur auf umweltbewusste Menschen. Ich sage Nein zur Umweltverschmutzung, denn ich liebe die Natur. Ehrenmann. Ich, wenn der Mathelehrer mit einer neuen Formel rechnet. Was macht ihr da? Ja, es ist nicht so heftig, aber wenigstens ein Workout. Alright. Tja, endlich. Wenn der Gruppenchat mal wieder eskaliert. Ich mach wieder Stimmung in der Bude hier. Das hat man nicht oft. Angela Merkel einfach savage, Alter. Der Bruder wurde mies hops genommen. Wir haben hier eine kleine Fitnessumfrage, ja? Du siehst ja hier dieses wunderschöne Mädchen. Wie findest du sie? Sie sieht geil aus. Sie sieht geil aus. Wer redet so in der Öffentlichkeit? Ja, hier ist doch ein Mädchen. Wie findest du sie? Oh, geile Memo. Guck mal die. Oh, geil sieht die aus. Geil. Sie sieht geil aus? Ja. Digga, sie sieht... Also... Was erkennt man denn da? Lange Hose, dicke gepolsterte Jacke, es könnte auch ein Typ sein. Wie kann man denn sagen, sie sieht geil aus, wenn man sie nicht mal von vorne gesehen hat? Sie sieht geil aus. Hast du gehört? Würdest du gerne mal reinschauen? Es war so klar. Es war so klar. Digga, manche Männer, alles was zwei Beine hat, geile Zeit, gut. Oh mein Gott, er wurde einfach, er ist belastend. Ich bin Arzt, wenn ich krank geschrieben werden will. Digga, viel zu wild, der Typ. Er ist einfach in seinem GTA-Real-Life-Film. Of course. Einfach, Ronaldo ist Muslim, mashallah. My brother. Inshallah. Jeden Montag haben wir 10 Minuten alleine im Klassenraum. Boah, guck mal, wie schön der Etsy. Ich mach höher, Jungs. Ja, wie sie sich einfach fühlen, weil sie eine Pfanne in der Klasse haben und Eier und Sucuk anbraten. Wie sie sich einfach fühlen, als wären sie so die heftigsten Player. Hey Leute, als die Lehrerin nicht reingeguckt hat, ich habe einfach Spiegeleier und Rührei gemacht. Oh mein Gott, du bist einfach viel zu wild, Junge. Du hast die Hops genommen. Krank, Alter. Heftig, Alter. Bei dir läuft, mashallah. Digga, mit Sucuk. Oh, mashallah. Das ist so lost. Einfach nur lost. Sie, ich stehe auf Leute, die Klavier spielen. Wild. Ich finde Klavierspielen auch richtig sexy. Er hat alle Hops genommen. Ich sag gleich zum Beispiel eins. Was? Ich sag gleich zum Beispiel 1, 2 und dann. Ich sag gleich zum Beispiel 1, 2 und dann. Ah. Perfekt. Sehr gut. Oder auf die Plätze fertig? Los. Sehr gut, ihr seid gut drauf. Nochmal. 1, 2. Auf die Plätze fertig? Los. Schnick, schnack. Los. Ausländer? Oh mein Gott. Nein. Als ob die jetzt sagen raus. Als ob. Los. Oh mein Gott. Digga, was war da los? Was war es für ein Publikum? Hier steht sogar im Hintergrund Afrika irgendwas Festival. Und die rufen Ausländer raus. Mashallah, da muss ich los. Oh, alle, hast du gehört?
Schon gesehen? Hast du gesehen? Ausländerhaus. Niemand? Mein Lehrer, wenn ich ohne Maske auf den Schulhof rumlaufe. Ah, ja, mal. 1000 Euro für alle Ikonen? Ich meine, das ist ja auch... Ne? Ist ja nicht so, dass das Geld weg ist. Man hat ja auch Spaß daran, ja? Und die Entwickler müssen ja auch was dran verdienen. Die Entwickler, die jedes Jahr das gleiche Spiel rausbringen, die müssen auch was verdienen. Mashallah, ja. Können ja auch nicht für umsonst arbeiten. Die haben ja auch Kosten. Oh, du arme Maus. Knubbel hat aktuell so einen kleinen Kranz um den Hals, so einen Trichter, weil er hat an der Pfote hat er eine Verletzung und der leckt immer dran, deswegen hat er gerade so einen Kranz, damit er seine Pfote nicht aufleckt, damit die verheilt. Die arme Maus. Er läuft da manchmal so betrottelig durch die Wohnung. Wenn du es eilig hast. Also ich muss da ganz ehrlich sagen, ist natürlich jemand, der da arbeitet, sonst hätte er es nicht gemacht, ne? Aber ich muss da ganz ehrlich sagen, dass ich so eine Kasse und Bargeld super nervig finde. Also ich bin kein Bargeld-Hater. Ich weiß, viele Leute lieben Bargeld und so, ne? Aber wie geil ist es einfach mit der Karte oder mit dem Handy kontaktlos bezahlen, fertig. Dieses, oh, hier hast du noch Kleingeld in die Hand, dass das ganze Portemonnaie dann wieder so dick und voll macht und das dann schwer ist und nervig. Und dann hast du das Geld, was jeder angepackt hat, das ist auch unhygienisch. Also ich weiß, es gibt viele Bargeld-Fans so. Aber ich bin absoluter Fan von Karte oder Handyzahlung. Also wenn ich die Kasse schon sehe, kriege ich Anxieties. Sag ich dir ganz ehrlich. Wenn ich diese Kasse sehe, wo die reingreift in diese Bargeld, bah, finde ich einfach nur abartig. Also ich bezahle so gut und so oft es geht alles mit Karte und mit Handy, weil ich einfach Bargeld absolut nervig finde. Geht nicht überall, ja, ich weiß, aber hier auf Madeira schon. Crush? Sollen wir mal was zu zweit unternehmen? Ich vor meinem Handy. Ah, Io! Wenn dein Vater unerwartet ins Zimmer kommt. Ist das nicht der Junge, wo die Chicken Nuggets verbrannt sind? Sieht so ein bisschen aus. Among us. Oh nein, unangenehm. Unangenehm. Autismus, Digga, das ist insane. Unangenehm. Unangenehm. Wenn es mal wieder Dönerstag ist. Lecker. Heute gibt's wieder Döner. Wie immer. Was esst ihr so? Es ist einfach ein Traum. Ich finde das nice. Wisst ihr, warum ich das nice finde? Weil der Junge, der genießt sein Leben. Der genießt in diesem Moment, genießt er sein Leben mit einem Döner. Der genießt einfach sein Leben. Aber so richtig. Er ist einfach ein Traum. Er liebt es. Und das fühle ich. Ich fühle es, weil er sein Essen liebt. Es ist zwar ein bisschen seltsam, dass er durch die Nase so komisch pfeift und atmet und so schmatzt und den ganzen Mund voller Tzatziki hat und ein bisschen nasal redet, aber die Leidenschaft, die uns alle verbindet, ist doch das gute Essen. Das ist doch die Leidenschaft, die uns alle verbindet. Also, Küsse gehen raus. Ich fühle ihn. Fahrlehrer, mach mal das Auto an. Fahrschüler bei der ersten Fahrstunde. Kann man machen. Einmal Seiten auf Ronaldo, bitte. Wild, wild, wild. Kunstwerk. Ruf die Polizei. Ich hier ist Weekend besoffen zu meinem Homie. Ey, du, ruf die Polizei. Ey, du, ruf die Polizei. Ich hab wieder Scheiße gebaut. Ruf die Polizei. Ich kann mir aber auch vorstellen, wenn die Leute meine YouTube-Videos sehen, alle Walkouts, die ich gezogen habe, die sehen dann nur die Highlights, wie ich die Walkouts ziehe. Ich sag zwar am Anfang, Digga, Leute, ich saß hier 40 Stunden und hab geöffnet und ich wurde total abgezockt, aber die sehen die Begeisterung in meinen Augen, wenn ich dann einen Walkout ziehe und wollen dann auch einen Walkout ziehen, obwohl ich denen das gesagt habe, dass sie niemals einen Walkout... Walkout! Ich
Trimax, Alter, ist er immer so wild unterwegs. Trimax ist so wild unterwegs. Ich finde ihn irgendwie richtig süß. Also Trimax ist so jemand, den könnte ich knutschen, Alter. Richtig so, richtig einen kleinen Knutschi. Küsse. Stark, Küsse gehen raus, Leute, checkt You Looked Exe aus, support den Boy. Küsse, 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 Küsse. You Looked Exe, schaut da rein. Küsse, Küsse, Küsse.